Kevin G., Trainer des FC Stadlauer. Wie nützt du mit deiner Mannschaft die Winterpause? Hauptsächlich um zu regenerieren. Die Burschen haben ziemlich lang frei bekommen, haben jetzt ein Heimprogramm zu absolvieren und in Wahrheit geht es den Kopf wieder klar zu kriegen, Arbeit zu kommen und sich zu erholen. Welche Verstärkungen hast du für deine Mannschaft fürs Frühjahr schon an Land gezogen? Bis jetzt noch keine. Wir haben uns von ein paar Spielern getrennt, um ein bisschen Freiraum zu schaffen. Wir werden in den nächsten Tagen die erste Verstärkung bekannt geben, ich hoffe es. Und ich hoffe, dass wir vielleicht einen zweiten Spieler auch noch bekommen. Musstest du Abgänge im Kader verschmerzen? Ich musste nicht. Ich habe es selber entscheiden müssen, damit ein bisschen Geld frei wird für einen anderen Spieler. Ich wollte mich ein bisschen verändern. Ich wollte in der Offensive stärker werden in der Rückrunde. Und das werden wir durchziehen. Welches Ziel strebst du fürs Frühjahr an? Ja, annähernd so erfolgreich zu spielen wie zuletzt. Das, was wir jetzt geschafft haben, werden wir nicht toppen können. Viel mehr geht nicht. Also wir werden schauen, dass wir das halten, was wir erreicht haben. Stadlauer könnte nicht in die Sky Go erste Liga aufsteigen. Bei der geringen Schlagdistanz zur Tabellenspitze ist ein geheimes Ziel trotzdem der Meistertitel in Stadlauer? Nein, überhaupt nicht. Das könnte man überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was da alles noch passieren müsste. Wir als Verein würden das nicht stemmen können. Ich denke mal, die Regionalliga ist das höchste der Gefühle. Da plagen wir uns ja alles her. Die Sky Go Liga ist, glaube ich, kein Thema. Cem Atan hatte Angebote auch aus den Bundesligen. Warum hat er sich für eine Verlängerung in Stadlauer bis 2017 entschieden? Weil sie so wollte. Wir haben jetzt ein Gespräch gehabt vor ein paar Wochen, wo wir gemeinsam entschieden haben, dass er bis 2017 bleiben wird. Die ganzen Details werde ich natürlich nicht bekannt geben. Fakt ist, dass er da bleibt und dass ich erfreut habe, dass er da bleibt. Würde Stadlauer bei einem eventuellen Transfer von Cem während der Vertragslaufzeit finanziell profitieren? Ist auch für mich kein Thema, weil ganz klar ausmacht ist, dass er da bleibt. Wenn es dann soweit ist, werden wir darüber reden, aber ich denke nicht, er wird da bleiben. Gut, danke für das Interview, Erwin. Danke. Christian Scheuch, der neue sportliche Leiter beim FC Stadlauer. Wie gut kennst du die Mannschaft schon? Ja, mittlerweile kenne ich sie in- und auswendig. Haben wir vorher schon ab Sommerspiele angeschaut, weil es immer wieder ein Thema war, hier mit Erwin Che auch etwas zu bewegen und kenne die Mannschaft schon sehr, sehr gut. Und jetzt die Frage, die Mannschaft ist ja im Herbst sensationell in die Saison gestartet. Kann man fast nicht toppen, beziehungsweise Meistertitel wäre eine Illusion. Was sind so die Ziele für die nächste Zeit? Ja, das war mir ganz klar, bevor ich gekommen bin, dass es ganz, ganz schwierig wird, diese Folge zu toppen. Aber wer mich kennt, weiß ich, dass ich ein Mensch bin, der Erfolg haben will. Und ich denke, die Mannschaft hat noch sehr großes Potenzial. Wir werden noch ein, zwei Spieler als Verstärkung holen im Winter. Wollen natürlich da vorne dabei bleiben. Und für diesen Sommer ist mal der Meistertitel, glaube ich, abzuhacken, bei dem Duo das vorne weg ist, obwohl er nicht unrealistisch wäre, aber könnte sich Stadlauer überhaupt einen Aufstieg in die Sky Go erste Liga vorstellen? Ja, der Zug ist sicher nicht abgefahren worden, wir sind 5 bzw. 6 Punkte hinten. Ich denke, dass wir ganz vorne noch anklopfen können, aber es ist die Frage, ob die erste Liga, Sky Go Liga überhaupt interessant ist. Das heißt, man sieht sich in Stadlauer weiterhin als Ausbildungsverein mit dem Ziel, in der Ostliga Talenten die Chance zu bieten, aufzufallen. Ja, das wäre eigentlich das Ziel, das wäre das Optimum. Wir haben einen tollen Nachwuchs, wir werden ein neues Nachwuchskonzept präsentieren Mitte Jänner. Also denke, wir haben tolle Jungs und das sollte eigentlich das Ziel eines jeden Vereines sein, nicht nur bei Stadlauer. Ja, für diese Aufgaben dann noch die Frage, sportliche Leitung, hast du die für den ganzen Verein oder nur für die Kampfmannschaft? Nein, ich arbeite in erster Linie mit unserem Trainer, Trio oder sogar Quartett in Wirklichkeit. Kümmere mich natürlich ein wenig um den Nachwuchs, dann aber Hans Benninger und so weiter führen werde und bin natürlich über jeden Schritt informiert, aber ich denke, die leisten tolle Arbeit, da braucht man nicht so viel eingreifen. Ja, dann wünsche ich für diese Aufgabe fürs Frühjahr viel Erfolg und alles Gute. Danke.